Okay, also dann Dark Souls 3, First Playthrough, Teil 10 mittlerweile. Bam! Und wie eh und je gucken wir uns die Zusammenfassung nochmal an, was das letzte Mal passiert ist. Dann sind wir alle up to date und dann wissen wir direkt, was wir zu erwarten haben, was die nächsten Schritte sind. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn? Er macht einfach irgendwelchen Gesten-Schwachsinn. Kannst du nicht einfach durch dieses verdammte Tor gehen, wie jeder normale Mensch? So, wir kämpfen hier oben. Oh nein! Ich habe meinen Feuer-Defense nicht. Ich wollte doch nur kurz Pause machen. Das war schlecht. Das war schnell! Das war schnell! Shit, was bin ich denn in dieser Ecke? Mist. Oh. Wie schlecht. Wie schlecht. Okay, das war Glück. Nein, was macht er mit mir? Shit. Weg. Run, Forest. Nein, schon wieder genau das Gleiche. Wir müssen die Seelen einfach ignorieren. Hey, seid ihr zu zweit? Was soll das? Was soll das? Er kann fliegen? Ernsthaft? Alter. Menno. Es lief doch so gut. Ich weiß nicht, wo ich bin. Okay, jetzt habe ich nichts gesehen. Damn! Wer hat es für möglich gehalten? Der Boss ist tot. Danke, Charakter, für deinen Beitrag. Das war nicht beabsichtigt. Und ich sag wieder Tschüss, bis zu unserem nächsten Abenteuer. Und ich kann mich den Worten von Frost nur anschließen auf einen spaßigen Abend. Und hallo Frost. ja, das hoffen wir. Wir hoffen auf einen richtig spaßigen Abend. Das Curved Sword. Machen wir Lärm? Ja. Oh, jetzt haben wir es gleich kaputt gemacht. Sowas. Warte mal. Das können wir uns mal angucken. Das können wir auch. So, wir fangen jetzt direkt mal an, hier mit. Ne, machen wir das hier. Ist halt unaufgewertet. Aber dann werden wir gleich wechseln. Aber wir müssen erstmal diesen kleinen Lisser töten. Und ja, wo ist der? Bam, da ist er. Los geht's. Erster Erfolg vom Stream. Nein! Yeah! Twinkling, das brauchen wir. Genau, ich habe es ja gesagt, das letzte Mal hat es irgendwie, jetzt war ziemlich zäh der Anfang vom Stream, bis wir mal ein bisschen Action hatten. Deswegen werden wir jetzt direkt mit der Action starten. Und danach wird es zäh. So viel zum Plan. So, ich. Ich hätte den Shortcut machen sollen und erstmal hochgehen. Egal. Diese Leute hier, die hier rumsaßen, die sollten alle schon tot sein. Die haben nicht respawned. Insofern gehen wir jetzt erstmal hoch, töten die Leute, kommen runter zu den Riesen, töten die Riesen. Und dann feiern wir ein bisschen unseren Erfolg. Huch, da geht's ja rein. Das wusste ich gar nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen zum Austesten, die Waffe, die ist unaufgelevelt, deswegen ist sie nicht so stark. Aber für euch reicht's. Warte mal, hier war noch einer, der sich versteckt hat.
Okay, an und für sich ist es sehr schön. Ist es eine Bosswaffe oder was war denn das hier, das Cursed Sword? Okay, hier, Achso, die machen alle Fernkampf. Wow. Der lebt noch. Ich hab gedacht, den bringe ich jetzt um. Vielleicht soll ich ein bisschen was an Leben aufheben für die Riesen. Also, diese Fliege. Vielleicht soll ich aber auch überleben. Vielleicht ist es auch wichtig. Ich muss irgendwas gegen diese Fliege machen. Sie nervt. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Okay. Jetzt beschießt mich keiner. Das heißt, wir können uns um die Riesen kümmern. Riesen sind... Tod der Fliege. Mir würde es ja erstmal schon mal reichen, wenn ich sie einfach einfangen könnte. Woher kommst du denn? Ach, so viel Stärke ist das Schwert aber auch nicht. Habe ich das Cursed Sword schon aufgewertet? Ja. So. Ah, noch so ein Deep Gem. Ich habe auf jeden Fall hier meine Fliegenfangvorrichtung schon bereitgestellt. Sie muss sich nur noch irgendwo hin platzieren. Ah, hier ist sie gerade. Jetzt ist sie wieder weg. Sie ist zu schnell für uns. Die Fliege hat einfach zu viel Dex gelevelt. Und Ausdauer. Einer ist aufgestanden. Nur einer, obwohl ich durch die Mitte gerannt bin. Ist eine Stärkewaffe, glaube ich. Ah, mein Curved Sword. So. Die Sache ist mit Stärkewaffen. Warte mal, vielleicht soll ich mich mal kurz konzentrieren. Ich kann die ja umwandeln in Dex-Waffen. Das habe ich ja schon ein bisschen gemacht. Auch mit dem Schwert hier. Dem habe ich einen Sharpstone verpasst. Und dadurch hat es jetzt Dex als höchste Skalierung. Shit. Shit. Oh shit. Ich bin am Leben. Okay, wir müssen uns wirklich konzentrieren. Fliege. Hör mal jetzt auf. Ich wollte gerade sagen, wie lange will der denn überleben? Boah, voll auf uns drauf. Okay, vielleicht müssen wir auch nicht einfach töten. Achso, mein Dark Sword. Ja, genau, aber bei dem Dark Sword habe ich tatsächlich dieses Gem verwendet. Deswegen hat es jetzt B-Deck-Skalierung. Weil das, als ich das gefunden habe, das hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann habe ich das geändert. Aber ich weiß nicht, wie häufig ich das machen kann. Also wie viele von diesen Sharpstones es gibt. Wo waren... Achso, gerade, falls ich die töte, nehme ich mal unsere Superwaffe, dass es schneller geht. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so spaßig hier. Wahrscheinlich genau jetzt. Mach mal das Ember weg. Hey, du hast mich nicht getroffen, ich war weg. Nee, ich hab da... Okay, und die droppen jetzt alle Titanite Shard, oder wie sieht das aus? Anscheinend. Okay, dann holen wir uns einfach die Items, die hier rumliegen. Haben wir schon alle Items geholt?
Anscheinend. So. Ah, okay, gut. Ist auf jeden Fall ein bisschen Action gewesen. Oh, da liegt noch was, oder? Ja. Drang Twin Spears. Das könnte doch auch was Dex-mäßiges sein. Das ist das hier. 20, 100 der Base Damage. Wir sind jetzt leicht über 70. Ich guck nur mal, wie das Moveset hier ist. Zweihändig? Okay, eigentlich auch witzig. Okay, das sollte ich nicht am Abgrund benutzen, diesen Angriff. Da, da, da. Oh, hallo Minimu. Einen schönen guten Abend. Wie geht's denn so? Sehr gut. Und dir? Hoffentlich auch. Beziehungsweise uns geht's so semi-gut. Du wirst es im Verlauf hier der nächsten paar Sekunden mitbekommen. Wir haben einen neuen Erzfeind hier. Nämlich eine Fliege. Die, okay, ich glaube, ihr habt sie gehört, oder? Sie ist genau aufs Mikro drauf geflogen. Um nochmal wirklich zu zeigen, hier bin ich. Ich bin, es gibt's doch nicht, vor allem, wie aufdringlich. Okay, ich glaube, irgendwie einer wird... Oh, shit! Woher? Okay, vielleicht sollten wir nicht einfach hier stehen bleiben. Okay, von da. Okay. Ist es leichter? Nee, das ist schwerer als unser Schwert. 70 ist natürlich nichts. Da machen wir den Bogen weg. Bam! Boah, das sind aber viele Prozent. Und hier können wir direkt mal, Achso, ich habe gedacht, hier ist es. Es ist... Du bist eine Nervfliege. Nee, der hier ist es. Ist es der? Nee, okay, das ist ja ein... Es ist ein Candlestick. Also die... Da ist es. Ich finde, ich sehe es. Clerics Candlestick. Gleich kommt sie in ein sehr tolles Gebiet. Es lebe die Fliege. Hallo? Auf welcher Seite bist du? Was kannst du, Candlestick? Achso, ich habe noch zweihändig. Nee, hä? Kannst du nicht irgendwie sowas wie Licht machen? War das nicht dein Deal? Du kannst auf jeden Fall nicht mal Deep Protection auslösen. Also bist du nicht irgendwie hier so ein Miracle Talisman-Dings. Okay, vielleicht muss man das in der Dunkelheit ausprobieren. Ach so, hat glaube ich keine Glut drin. Oh. Das Gebiet ist hier eigentlich schon toll. Es wundert mich, dass er noch nicht invaded wurde. Oh. Wird man hier generell invaded? Ach so, stimmt. Okay, der Boss ist tot. Wir haben Pontiff getötet. Ah, okay, das ist natürlich dann suboptimal. Aber warte mal, das kann nicht sein. Ich bin ja nur durch Pontiff, dass Pontiff tot war, bin ich ja erst hierher gekommen. Ah, das hier ist das PvP-Gebiet. Aber ich meine, ich komme doch nur über Pontiff hier hin. Also Pontiff muss tot sein, damit ich hier bin. So. Also auf jeden Fall machen wir jetzt hier weiter. Wir rüsten wieder unser anderes Ding aus. Machen unsere Waffe so, dass wir sie benutzen können. Und gehen hier mal weiter. Das habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Ach, jetzt fällt mir auf, ich wollte Parry üben. Aber dann muss ich ja irgendwie mit Schild kämpfen. Mist, und die meisten Waffen kann ich, glaube ich, gar nicht benutzen. Weil ich zu wenig... Titanite Scale!
Das suchen wir. Davon brauchen wir viel. Um unser Speer aufzuwerten. Den hier. Ja, okay, machen wir das erstmal so. Achso, den kann ich benutzen einhändig. Okay, das ist gut zu wissen. Dann könnten wir so eventuell ein bisschen... Oh shit, das ist wie Dark Souls 1. Die Archer. Okay, wir müssen hier schlau voranschreiten. Und vor allem wahrscheinlich schnell... Nein! Warte mal, wo bist du denn? Es ist einfach wirklich hier wie die Archer bei Dark Souls 1. Okay, wir wissen, wie die da gehen. Das heißt, wir wissen auch, wie die hier gehen. Oh, warte mal. In dem Raum würde ich die Wände abklopfen. Machen wir das jetzt. Nicht, dass wir nicht wieder hier zurückkommen. Achso, nee, warte mal. Hier war das mit Schlagen, ne? Bam. Öffne dich. Öffne dich. Okay, vielleicht war das nicht der Raum. Doch, es war der Raum. Dankeschön. Okay, warte mal. Wir machen erst hier... Wir gucken. Leute sterben. Oh. Das ist einfach wieder so ein Krokodil, oder? Okay, shit. Ich, keine Experimente. Wir nehmen jetzt hier unser krasses Schwert für den. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben. Ganz leicht sein. Oh nein, da ist auch noch Wasser. Okay, wenn es aber so flach bleibt, das Wasser... nee. Zwei von denen. Eins ist schon ein Witz. Ja, okay. Herr Frost schreibt da auch. Achtung, da sind zwei. So. Wir müssen das einfach schnell töten, dieses Krokodil. Komm mal her. Nein, ich war doch zu nah dran. Oh, 14.000 Seelen. Wieso warnt mich keiner? Ja, genau, du bist schuld, Minimu. Du hast mir das eingebrockt. Hätte ich bloß nie die Wand gesehen. Hier geht's schneller. Ich habe nur gerade überlegt, wie wir schneller hinkommen. Die guten Seelen. Aber ich denke mal, die sollten wir wieder einsammeln können. Naja, die liegen halt jetzt beim Krokodil. Okay, das könnte tough werden. Ja, okay, aber jetzt haben wir Estus. Und wir sterben ja nicht sofort. Ja, das sehe ich auch so. Das schaffen wir schon. Achso, die sind ja auch wieder am Leben. So, die können aber nicht extrapolieren, wie ich quasi laufe, wo sie hinschießen müssen. Ach, easy. Direkt sind wir hier. Und runter geht's. Liegt da ein Item und ich habe das nicht aufgesammelt? Ah ne, ist nur Licht. Okay. Da sind die Seelen, die sammeln wir als erstes auf. Shit, ich muss da...
Huch, du springst zu weit. Shit. Shit. Da muss ich später springen. Nein! Okay. Ich glaube, wir haben es raus. Shit, die Seelen schon wieder. Jetzt sind die vor allem hinten in der Ecke. Ich muss einfach alles immer später machen. Wenn der irgendwie sein Rundum-Biss macht, der zögert ihn total heraus. Und ich roll dann schon immer. Na, guter Try. Nächster Try wird erfolgreicher Try. Ich bin zuversichtlich. Das einzige Problem ist, das muss zweimal hintereinander... Ah nee, warte mal, die kommen ja gar nicht wieder. Aber es muss trotzdem zweimal hintereinander klappen. So, einfach no hit. Dann haben wir auch genügend Estus. Fliege macht sich schon wieder bemerkbar. Na, zwei Krokos sind schon heftig. Aber nett vom Spiel, dass die beide nicht getriggert werden, wenn ich da hinten in die Ecke laufe. Mensch, Fliege. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Geh mal woanders spielen. Die sind wirklich einfach ganz da hinten, die Seelen. Nicht, dass das mein Todesurteil wird. Die Fliege wird mich umbringen, ich sehe es schon kommen. Nein! Nicht lustig! Ich bin in unseren Maul reingelaufen! Was hat denn für ein Mistangriff? Ich wollte da durchrollen. Man kann doch durch die Gegner durchrollen. Wer kann denn erwarten, dass wir wirklich dann einfach in das Maul reinkommen? Ja, schön reingerollt. Okay, wir haben was gelernt. Wenn ein Krokodil seinen Mund aufreißt, renne nicht einfach drauf zu und roll hinein. Ja, ich glaube, das ist eine gute Weisheit fürs Leben. Mal gucken, ob wir die anwenden können. Ah, ich war so zuversichtlich, dass wir das schaffen und dann einfach nicht mal einen Schlag unterbekommen. Aber das ist auch hart. Weiß nicht, wie viel Leben man braucht, um das zu überleben. Also unser Leben hat auf jeden Fall nicht gereicht. So, jetzt sind erstmal die Hände heiß. So, Kroko. Nicht ins Maul rennen. So, jetzt macht er wieder seinen Maulrennangriff. Wieso hast du mich erwischt? Ich wollte doch später schrollen. Später, yeah! Nein, er macht einen Doppel. Weg hier! Ich wollte rollen. Nicht. Shit. Ah.
Und die Fliege hat in der letzten Sekunde auch noch alles gemacht, mich zu stören. Oh, wartet mal. Sie ist gerade an einer Position, in der sie gefangen werden könnte. Ja, Mist, jetzt ist sie genau auf die Maus gelaufen. Wir brauchen Hochkonzentration. Es wird schwieriger als das Krokodil. Es kann sich nur um... Ah, perfekte Stelle. Nein, es war perfekt. Es war perfekt, aber ich bin am Rand vom Bildschirm hängen geblieben und dadurch hatte sie eine Lücke, wo sie rausfliegen konnte. Oh, warte mal, einmal noch. Es ist perfekte Stelle wieder. Die Fliege, muss ich verkünden, ist gefangen. Sie verweilt in ihrem Becher. Okay, jetzt, sie kann sich ein bisschen ausruhen, sie kann jetzt ein bisschen schlafen. Ich werde sie in der Pause rausbringen. Ich hoffe, bis dahin kriegt sie keinen psychischen Schaden in dem Becher. Okay, die Fliege will dir nur helfen. Ja, okay, es... wir können nicht gut zusammenarbeiten, wir sind kein gutes Team. Und irgendwann muss man das einsehen und dann muss das Team sich auch auflösen können. ja genau, wir haben einen kompletten Zoo hier bei uns. Okay, weiß nicht, stimmt, die Pause ist noch ein bisschen hin. Da kann die einiges an Training und Technik verbessern. Vielleicht schafft sie es mit dem Becher. Irgendwann mal rumzufliegen. Aber dann hat sie es auch verdient, dann darf sie mich nerven, wenn sie das hinbekommt. Da ist eine Person in der Ecke. Okay, wir gehen da vorne rum. Ich hoffe, es ist ein NPC und der ist lieb und gibt mir irgendwas super Gutes. So, einfach nochmal das Kroko, so wie eben. Human Drags. Okay, warte mal, ich muss jetzt erst kämpfen. Ich habe schon den Buff benutzt. Shit. Nein! Wieso war das denn jetzt ein One-Shot? Ich hatte doch noch so viel Leben. Das war überraschend. Ich hatte mir kurz vorher überlegt, ob ich heil. Aber habe ich gedacht, nee, das Leben, das reicht ja wohl noch. Dann töte lieber den Kroko. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Jetzt müssen wir halt wieder hinrennen. Aber an und für sie sollten wir das schaffen. Vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger mehr heilen. Vielleicht können wir uns auch ein bisschen Vorteil noch verschaffen, wenn ich einen Ember nehme. Huch! Und wenn ich es irgendwie schaffe, nicht irgendwie gegen Statuen zu rennen. Das würde natürlich auch helfen. Aber was stand da? Dein Lebensbalken ist gefühlt generell relativ kurz. Also wenn du sagen würdest, der ist relativ kurz, dann würde ich mir denken, ja, kann sein, aber gefühlt relativ kurz hört sich eher so an wie, er ist lang, aber so wie du spielst, ist er immer schnell weg. okay, nee, ich habe noch nicht so viel Vitality geskillt, weil der Grund ist, wir sehen es hier, ich habe Face gepowert und Attunement, weil ich unbedingt ein bisschen Miracles ausprobieren wollte. Deswegen leidet so ein bisschen mein Leben darunter. Oh oh, er hat mich schon gesehen.
Dann komm mal her. Das ist doch nervig. Ich bin gerollt. Ich bin gerollt. Das ist nervig. Du hast mich nicht getötet. Wir wollen jetzt den Mönch da in der Ecke treffen. Der sieht auf jeden Fall aus wie ein Mönch. Und wir sind Kleriker. Also werden wir wahrscheinlich gute Freunde werden. Ja, okay. Dann komm mal her. Und direkt kommt der Charge Attack nach vorne. Ja, das Krokodil hat sich nicht zweimal bitten lassen. Verdammt. Okay, ich bin gespannt. Ich sehe es jetzt so gerade. Ein Clip ist im Chat erschienen. Mit dem Titel, wie sollte man nicht gegen ein Kroko kämpfen? Vielleicht kann das irgendwie in irgendwelchen Lehrvideos irgendwann mal verwendet werden, um irgendwie neue Dark Souls Talente irgendwie in irgendwelchen Trainingslehrgängen irgendwie zu unterrichten. Vielleicht erscheine ich dann mit meinem Beispiel. Ah, das ist aber nett. Ich hoffe, da sind doch alle Seelen dabei hier. Ich hoffe, wir haben noch nichts verschwendet. Null! Meine 14.000 Seelen! Wie nervig! Wie ärgerlich eigentlich eher. Ja, jetzt... Okay, er macht seinen Charge Attack. Shit. Okay, ich trinke noch mal was. Kein Bock mehr zu sterben. Okay, er ist ein bisschen blind, oder? Ui! Er ist auf jeden Fall tot. Ring of Favor. Und with Protection. 12.000, bam. Shit. Dann hat der andere ja auch 12.000 gegeben. War das schon, war das mit den 14.000 oder kamen die 14.000 dann nochmal oben drauf? Oh, Frost sagt es. Dann kamen die 12.000 von dem Kroko auf die 14.000 nochmal drauf. Shit. Genau, dann sind 26. Sagt Minimu auch. So, guten Tag. McDonald? Sieht nicht so gesund aus. Ja. Du bist Kleriker. Aldrich Faithful. Das könnte was sein. Also ich meine, natürlich, es ist was. Das war das andere Item, Human Drags. Das haben wir bekommen. Dann ist es einfach so ein Covenant-Ding. Und was haben wir von ihm bekommen? Ist es so eine Kapuze? Nee. Ist es ein Item? So, was ist es? Ist es eine Waffe? Shit. Was ist ein Deep Ring? Ah. Und was macht der? Okay, ja, genau das gleiche. Sehen wir das hier direkt? Nee, ja gut, hier sind ja auch nur meine Stats. Ah nee, doch, da steht HP. Ja, okay, sehe ich so nicht. Ah, da ist es. Was sind das hier überhaupt? Ah, Covenant Items. Pledge oneself to the Aldrich Faithful Covenant.
The holy symbol of the cathedral of the deep and crest of those who see beyond fire to the age of deep waters, equipped to pledge oneself to the Aldrich faithful covenant. The faithful ensure that Aldrich, devourer of gods, remains undisturbed by taking the form of loyal spirits and hunting down those who would trespass the ruined cathedral. Summoning takes place automatically while this is equipped. Ah! Okay. Das heißt, wir können gesammelt werden und, warte mal, was war das? Ruined Cathedral. Ist das hier die Ruined Cathedral? Kennen wir die Ruined Cathedral? Das muss ja wohl hier sein. Wahrscheinlich das ganze Areal hier? Ja, Rest. Okay, Minimu sagt es auch in dem ganzen Gebiet hier, ja. Ja, das können wir mal austesten auch. 12.000, ist das schon ein Level? So, währenddessen gucke ich mal, ob ich noch was machen wollte, wenn ich eh da bin. Ja, nicht wirklich. So. Welcome host. Very well. Then hey. Komm, ein Level. Hä? 13.000. Farewell, Ashen. Wir kommen gleich wieder zurückgesprungen. Ja, ja. Bam, 4. 20.000. Bam, 2 Level. Very well, then top taken. Ah, oh shit, das hat mir glaube ich schon mal jemand gesagt. Minimu sagt es gerade. Du müsstest im Statusmenü auch sehen können, wie viele Seelen du für ein Level abbrauchst. Ja, Mist, das hat mir schon mal jemand gesagt. Wollen wir einfach mehr Schaden ausrichten? Ja, mehr Schaden. Ab sofort lassen wir uns nicht mehr treffen, das ist kein Problem mit dem Vitality. Okay, guter Punkt. Das sollte ich mir auf jeden Fall merken. Ich hatte jetzt eh vor, quasi, wenn es nicht reicht, eine Seele zu schnabulieren. Mal gucken, ob wir jetzt unseren Speer aufwerten können. Habe ich nicht, oder? Nee, habe ich nicht. Reinforce Weapon? Nee, anscheinend geht's noch nicht. Wie viele Scales brauchen wir? Noch 2 Scales. Vielleicht kriege ich die in den Gebieten. Titanite Chunk brauchen wir. Und was braucht die neue Waffe? Titanite Shard! Dann lass uns doch die aufleveln. Bam! 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 Oh shit, ich habe schon die ganze Zeit Large reingesteckt. Aber ja, werden wir schon wiederfinden, Large. Okay, jetzt ist eh zu spät. Okay, wir haben noch ein paar Seelen, dann holen wir uns noch Bomben und dann geht's weiter. Ashen One. Okay, wir holen die Bomben bei Patches. Der hat krasse Bomben. So, und danach geht's an die Archer. Ach, ich bin so... Es ist... Beim Eingang ist Patches. Genau auf der anderen Seite. Aber machen wir nochmal hier eine Ehrenrunde am Feierlingsschrein. Achso, ich wollte auch eine Schotel kaufen. Okay, vielleicht kaufe ich eine Schotel. Nee, kaufe ich nicht, denn die ist zu teuer. Nur 4! Okay, ich hatte auch nicht so viel Seelen. Okay, dann gehen wir zurück. Ja.
Chat beschwert sich schon. 18 Vitality und 15 Endurance. Uff, wird nur gesagt. Ja. Ja, sollten wir vielleicht ändern irgendwann. Aber hier in dem Gebiet, wo wir jetzt sind, gibt es ja anscheinend richtig viele Seelen. Quasi als ich die Runde gemacht habe bei den Riesen und bei diesen Klerikern, da habe ich auch richtig viele Seelen bekommen. Also wir sollten locker ein paar Level in kurzer Zeit zustande bekommen. Hä? Bin ich blind? Es ist gegenüber von ihm? Ach so, ich habe das hier keine Einsicht gehabt. Ja, das soll ich mal angucken mit diesem, wo ich die notwendigen Levels sehe. Ja, klar, du kommst ja auch eh langsam in die höherleveligen Areale. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis, quasi die Seelen, die ich bekomme und die Seelen, die ein Level kosten, im Moment noch einigermaßen günstig für mich sind. Also, dass ich einigermaßen schnell noch an Level rankomme. Vielleicht hätte ich das eher so formulieren sollen. Also quasi so eine Runde hat mir irgendwie ein Level gegeben. Jetzt konzentrieren wir uns mal, weil jetzt kommen die Archer. Warte mal, wo sind die denn? Da. Und wir machen unsere neuen Waffen. Da muss ich durch. Vielleicht machen wir das erstmal mit Schild. Bam. Und Parry. Bam. Parry. Okay, easy. Dann werden die jetzt darunter gemetzelt. Wieso? Bei Dark Souls 1 kann ich da einfach laufen. Weißt du das nicht? Usch. Die schießen von überall. Nein. Okay, wir dürfen nicht stehen bleiben. Das sind noch viel mehr Archer. Hast du kein Parry Shield einstecken? Kann ich mit dem nicht Parry machen? Es ist mein... Ach Mist. Aber der kann doch parieren. Und, okay, Stamina, stimmt, steht. Ich war nur verwirrt. Unten drunter steht's nicht. Okay, aber es ist schwieriger. Ja, aber ihm. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das so viel machen. Aber stimmt, vielleicht soll ich das erst. Hallo? Vielleicht soll ich das erstmal mit einem besseren Parry Shield üben. Das Parryen. Aber ich werde später wieder auf das wechseln. Was ist denn ein. Ich meine, da steht ja. Weapon Skill. Okay, aber wir haben kein an sich Parry Shield, oder? Ja, okay, keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich alle keine. Da steht halt immer auch nur Parry Skill. Also, die können alle parryen, aber wir wissen nicht, wie einfach. Ja, wir gucken einfach mal. Wir kämpfen ja eh meistens zweihändig, insofern wird es nicht unser Hauptfokus sein. Ah, sowas liest man nicht gerne. Ich finde Parieren in Dark Souls 3 generell schwierig. Ja, mich ärgert es ein bisschen in Dark Souls 2, das hatte ich ja jetzt durchgespielt erst. Ich habe das irgendwann hat es ein bisschen geklappt, am Anfang überhaupt nicht. Dann hat es irgendwann ein bisschen geklappt, aber dann habe ich es auch sein lassen, weil es irgendwie nicht so häufig geklappt hat. Und eigentlich auch irgendwie dumm. Da macht man sich das Leben wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Also keine Ahnung, ich meine, das ist ja einfach, wenn man in Dark Souls 1 Parry kann, dann ist es ja so viel einfacher alles. So, wir sind konzentriert.
Ja, in Dark Souls 2 habe ich immer die Repost versaut, ja, aber da muss man auch erstmal drauf kommen, beziehungsweise erzählt bekommen, dass man da ultra lange warten muss. Okay, so, falls ich es brauche, bam! Jetzt werden wir direkt durchrennen. Wir haben gerade gelernt, dass wir da nicht stehen bleiben dürfen. So. Run, Forest! Bam! Backstab! Shit, der Parry hat nicht geklappt. Vielleicht sollte ich nicht einfach Parry hier an so einer krassen Stelle versuchen. Ah, okay, wir versuchen hier kein Parry. Erstmal. Oder wir töten alle bis auf einen. Und dann machen wir Parry. Okay, hochrennen. Und dann rennen wir erstmal um die Ecke in Sicherheit. Das war jetzt gerade ultra dumm. Aber schuld war nicht ich, schuld war der Erfolg, irgendwie der erste Backstep, dass er gleich gepasst hat, hat mich dazu ja, verleitet, zu denken, dass ich das jetzt super gut irgendwie weiter fortsetzen kann. Aber das war natürlich ein Irrglaube. Komm, lauf mal schneller. Oh, du kannst ja wirklich ein bisschen schneller. So. Okay, wir rennen wieder durch. Ja, das stimmt. Das ist auch eine Einzelaussage. Heißt nicht, dass es bei allen so ist. Das stimmt. Man hat ja irgendwie, manche Sachen klappen besser bei einem, manche nicht. Also wir gehen ganz unbeeinflusst da rein und gucken, wie bei uns Parry klappt. So, dann komm mal her. Komm mal. Komm. Eigentlich ist es doch hier, wie du bist wie Dark Souls 1. Aua! Trink! Wieso? Dieses Schild wahrscheinlich noch oben gehabt. Wieso? Okay, ich muss darauf achten. Warum klappt es nicht? Oh, oh. Nein! Wie kann man da sterben? Wie in Dark Souls 1, nur in stärker. Das Parryn. Okay, shit, das war dumm. Ich habe ihn schon tot gesehen. Ja. Aber das bringt ja überhaupt nichts. Nur weil man sich etwas vorstellen kann. So, lauf. Achso, warte mal, wir haben das doch. Es geht ein bisschen schneller, denke ich. Oder? Nee. Ist überhaupt eine Änderung groß? Ja. Ja, das war gut in Dark Souls 2. Er konnte mal richtig die Leitern hochrennen. Ja, es geht schneller. Bestätigt Chat. Aber es sieht nicht sehr viel schneller aus. Aber schneller ist schneller.
Ich wollte rollen. Nervig. Shit. Wir dürfen nicht getroffen werden. Ja, was für eine Weisheit. Vor allem, die hatten wir halt schon vorher. Die müssen sterben. Wir nehmen jetzt hier unsere Superwaffe. Und dann wird gerollt und getötet. So, schneller. Zack, zack. Aber witzig, dass es keine Ausdauer dann braucht. Ja, keine Ahnung, wie viel wir sterben. Wir können ja mal hier die Zeit stoppen. Sollten wir doch ein paar Mal sterben und die Leiter hochlaufen müssen. Dann können wir das ja mal ein bisschen mehr im Detail investigieren. Was für eine Zeitersparnis man dahin bekommt. Okay, nicht treffen lassen, einfach durchrennen. Was soll das? Wehe, wenn du mich jetzt triffst, dann bin ich extrem verärgert. Nicht schlagen! Oh, das ist bestimmt schwer, das im Rücken zu haben. Oh, zwei sogar! Willst du nicht mal kommen? Komm mal her. Komm! Komm! Nein, nicht so! Shit! Okay, meine Rollskills reichen nicht. Komm, jetzt halt. Jetzt bist du dran. Nein! Komm. Damn, der stirbt da auch ohne Parry, geht er down. Okay, 2500 Seelen, das ist einiges. Jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ja, genau. Nächste Lücke. Ich will nur nicht überrascht werden, wenn ich jetzt dahin laufe. Okay, vielleicht lassen wir das mit dem Üben. Wir sind einfach so überragend im Rollen. So, jetzt darf es halt nicht mehr daneben gehen. Hatte ich schon was aufgehoben oder gibt es hier gar nichts Krasses? Ja, zwei hin, wahrscheinlich noch 10 to go. Aber das kriegen wir auch noch hin. Jetzt habe ich nur Angst, dass wir irgendwie überrascht werden. Aber warte mal, kann ich hier irgendwo noch hin? Ah, tatsächlich, ich kann runter. Okay, da geht's dann weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal dahinter. Hier war ja noch irgendwo einer. Da ist er. Der wird jetzt überrascht. Shit, 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 shit. Okay, so war nicht der Plan. Ja, okay, so ist der Plan. Komm mal her. Bam, das haut rein, das Schwert. Bam. Da fallen sie wie die Fliegen. Ach so, die Fliegen. Ah, die... Wie geht's dir eigentlich hier unter ihrem Becher? Ja, das gucken wir nachher. Pause ist immer noch ein bisschen hin.
Okay, jetzt nicht irgendwie runterschießen lassen von so einem anderen Typen. Genau, von so jemanden. Den holen wir uns hoch. Bam, 69,9. Headshot? Vielleicht fliegt er so runter. Oh, der will gar nicht kommen. Kann ich ihn irgendwie so, dass er runterfällt? So, was sind hier eigentlich noch? Ah! Ein Weg. So, warte mal, wo ist der? Von wo schießt der? Da schießt der. Das heißt, ich sollte nicht getroffen werden. Heb mal den Becher an, um nachzugucken. Ja, das wär's jetzt. All meine Bemühungen. Oh, Ashes, das können wir vielleicht wieder der Lady geben. Okay, das hat sich ja schon mal gelohnt. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, rennt man dahin und riskiert einen Tod oder macht man es mit Bogen? Ich würde sagen, wir machen es mit, wir outsmarten ihn und rennen um die Säule herum. Ich meine, damit wird er niemals rechnen. Nicht sterben! Nicht sterben! Ah, er kommt doch! Shit! Trink was! Tja, da muss man schon ein bisschen früh aufstehen oder später zuschlagen, wenn man uns hier besiegen will. Ich hatte irgendwie keine Zeit, genau darauf zu achten, wo der Pfeil drinnen steckte. Aber so oder so, er steckte und das alleine sieht schon ungesund aus. Was machst du? Niemals auf so einem Dach hier stehen bleiben. Okay, Large ist gut. Es ist gut, aber es ist ein bisschen überraschend, dass hier doch nicht noch mehr ist. Aber okay, wer sind wir, uns hier zu beschweren? Es ist ein Large gewesen. Und wir haben das hier alles geklärt, glaube ich, die rechte Flanke. Haben wir? Das ist da, wo... Jetzt bleibt der schon wieder hier stehen. Da geht's runter, aber da kommen wir wahrscheinlich so oder so hin. Das ist super. Das heißt, wir haben die Flanke hier erledigt. Ah, im Unterkiefer. Ja, Unterkiefer ist wahrscheinlich eher so das, eine unangenehme Stelle, so einen Riesenpfeil drin zu haben. Okay. Wir können uns nicht ausruhen. Es geht einfach immer weiter. Da kommt gleich der nächste. Oh, das sind zwei! Das ist aber nett, dass der kommt. Es ist aber nicht nett, dass der mich tötet. Das waren doch so überzeugende Kämpfe davor. Und jetzt sterben wir. Und es sind einfach wahrscheinlich wieder super viele Seelen. Das waren noch 2.500 pro Night. Wir haben einen, zwei, drei, vier, fünf. Oder? 12.500 müssten es dann gewesen sein. Ärgerlich. Hm.
Naja, ich frage mich, ob dir dieses Gebiet bekannt vorkommt. Sollte es mir bekannt vorkommen? Ich meine, ich hatte ja vorhin nur quasi die Referenz zu dem Dark Souls 1 mit den Archern. Aber da war nach zwei Archern halt auch Schluss. Aber wir kennen auf jeden Fall die Gegner. So, jetzt müssen wir uns mal wieder konzentrieren. Nicht sterben! Nicht sterben! Ich hatte keine Chance! Warum bin ich nicht hinter dem Pfosten erstmal stehen geblieben? Adieu, Seelen! Wie war das mit, ist es einfach, hier ein paar Level zustande zu bekommen? Wenn du weitergehst, dann auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob ich auf irgendwas komme. Ja, es ist einfach, wenn du dich stirbst. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Es ist einfach, wenn wir nicht sterben. Wieso sind wir da gestorben? Das war wieder so nervig. Ich hätte einfach kurz abwarten können hinter der Säule. Das haben wir schon etabliert, dass das irgendwie, dass ich da safe bin. Warum habe ich das nicht gemacht? Jetzt sind es wieder null Seelen. So nervig. Bam, hier bleiben wir stehen. Das bringt nichts. Lass mich doch in Ruhe. Kannst du mal aufhören? Was? Woher schießt ihr denn immer? Es ist so nervig. Wer schießt denn da? Das ist der untere. Wieso hat er mich realisiert? Okay, an und für sich, ich meine, so haben wir das ja vorhin gemacht. Aber vorhin haben wir keinen getriggert. Ich muss einfach ein bisschen näher an der Wand bleiben. Es freut mich, wenn es wenigstens unterhaltsam ist, mich leiden zu sehen. Aber wahrscheinlich wäre es auch mal unterhaltsam, wenn ich dann irgendwann mal durchkomme hier. So. Vor allem die Gegner werden immer schwerer. Und ich wechsle dann nicht mehr die Waffe. Jetzt bin ich wieder mit meiner Lieblingswaffe. Wir wollen doch ein bisschen austesten. Das machen wir, wenn wir hier durch sind bei den Archern. Dann wechseln wir wieder die Waffe und testen die neue aus. Jetzt haben wir die sogar extra aufgelevelt. So, komm mal her. Ein Ass in seinen Bogenschutzkünsten. Oder ein Ass eher. Habe ich doppelhändig? Ja. So, dann komm mal her. Komm, komm. Stirb. So, die stören mich hier. So, den holen wir, den unteren. Bam. Da kriegen wir richtig viele Titanite Shard. So, welcher rennt hoch? Ja, den holen wir uns.
Ja, komm mal her. So, nicht zu nah am Rand. So, bei dem sind wir vorhin gestorben, oder? Das ist jetzt Rache. So. Ich heile nicht, du heilst nicht. Scheiße! Was soll das? Der kann mir doch nicht in den Rücken schießen. Das war ein faires 101 gewesen. Wie mies die sind. Überhaupt keine Ehre. So, ich sollte mal herausfinden, in welche Richtung ich renne, wenn ich vom Leuchtfeuer aufstehe. Oh, wir haben Text. Da wird jetzt direkt mal die Leiter genutzt. Jetzt habe ich ewig Zeit. Wegen dem Aufleveln als genereller Hinweis, die kleinen und die großen Scherben findest du sehr oft. Die Brocken, die danach kommen, sind deutlich seltener. Da würde ich mir zumindest am Anfang genau überlegen, welche Waffe ich hochbringe. Okay, vielen Dank. Guter Tipp. Wenn die limitiert sind, überlegen wir uns das. Aber dann ist ja umso wichtiger, dass wir alle Leveln austesten. Waffen austesten am Anfang. Dass wir uns sicher sind. Aber wo ich mir schon ziemlich sicher bin, ist diese Waffe hier. Ich glaube, das wird unsere quasi, ja, das ist unsere Lieblingswaffe. Die werden wir weiter leveln. Aber dann wollen wir noch eine Alternativwaffe, so ein bisschen speermäßig. Das könnte dann quasi die neue, die wir gefunden haben, dieses Twin Blade. Oder der Speer, wo ich das, aber, oh shit. Nein. Es ist halt, sobald ich einmal getroffen bin, dann war's. Weil es ist halt, die schießen halt genau im Abstand, wie ich brauche, um wieder aufzustehen. Nervig. Okay, warte mal. Einfach geradeaus. Okay, das machen wir jetzt hier. Nochmal sterben wir nicht. Wir haben jetzt alle Fehler durch. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, das hier wird auf jeden Fall aufgelevelt. Und wenn wir dann noch Brocken oder was auch immer übrig haben, leveln wir die anderen Waffen auf. Aber was gut ist, zum Beispiel unser Speer, den ich auch noch benutzen will, der levelt ja mit was anderem auf, nämlich Titanite Scales. Und das hat, glaube ich, noch keine andere Waffe gebraucht. Das heißt, die könnten wir auch einfach immer weiter aufleveln. Aber ich meine, wir finden Scales so spärlich. Jetzt haben wir gerade mal 2 und quasi für das nächste Level brauchen wir 4. Ja, komm her. Ich bleib hier schön am Rand. Ich töte dich einfach schnell. Und unbürokratisch. Komm. Da hat er keine Chance. Warum klappt es dann bei anderen nicht? Okay, lass mich den hier machen. Komm her! Easy sind die! Billig! So. Haben wir gleich... stimmt, das war der erste, glaube ich, der quasi ein Rüstungsteil von seinem Silver Knight Set gedroppt hat. An was soll mich das erinnern? Chat hat ja gesagt, das soll mich an was erinnern. Ja, okay, wir machen erstmal hier, das ist unsere Hauptpriorität, dass wir den jetzt hier umbringen. So, jetzt hast du keinen, der dir irgendwie hinten noch irgendwie unfair hilft. Außer wenn ich so dumm bin und einfach runterfall. Okay, jetzt nicht dumm sein.
tot. Wie konnte ich gegen die jemals sterben? Und jetzt droppt er gleich wieder was. Gleich verkleiden wir uns als Silver Knight und ja, dann gehen wir als einer von denen durch und dann machen die uns nichts. Spätestens wenn du weitergehst, wird es dir auffallen. Jetzt habe ich natürlich Angst. Wenn es mir jetzt nicht auffällt, dann komme ich natürlich direkt als dumm rüber. Das erklärt mir wieder mal, warum ich hier immer durchrenne und die Dudes nicht umbringe. Ich glaube, diesem Vorbild werden wir folgen, wenn wir hier einmal das geklärt haben. Falls wir dann wieder hier durch müssen, werden wir durchrennen. Dann kennen wir ja den Weg. Weil das ist stressig. Ich gucke nur kurz, ob hier irgendwo noch ein zweiter ist, der mir in den Rücken schießt. So, wenn nicht, bist du gleich Geschichte. Shit. Shit. Was, okay, ich war kurz abgelenkt. Der Ton war komplett daneben. Ich hoffe, das war gerade nur ein Fehler. Shit. Okay, das ist nervig. Wieso? Okay, das ist komplett versetzt. Ich denke mal bei euch auch. Wieso ist das komplett versetzt? Ja, bei dem Typen unten auf einmal. Mist. Shit. Okay. Ich befürchte fast. Bei mir ist es immer irgendwie, wenn ich erst OBS öffne und dann die PlayStation, dann ist es immer dieser Zeitversatz. Ich höre so wenig, so schlecht. Ich hoffe, dass es nicht so ist, weil dann müsste ich quasi den Stream beenden und neu starten. Komm. Shit. Okay, so können wir natürlich nicht spielen. Jetzt ist die Frage, kann ich das irgendwie ohne Stream unterbrechen hinbekommen? Okay, es bringt einfach nichts, wenn ich immer hier drauf hau. Keine Ahnung, wenn ich nochmal lade. Okay, wir können es nochmal kurz testen. Ja. Ich kann gucken, dass ich das Spiel nochmal lade. Aber ich bezweifle, dass das scheitern wird. Das wäre gut. wir starten es nochmal. Aber generell ist, wenn ich so ein Tonproblem habe, dann kann ich das irgendwie, konnte ich es bisher immer nur beheben, wenn ich OBS schließe, was halt ultra nervig wäre. Wir gucken jetzt nochmal. Wir haben das Spiel geschlossen. Da sind doch meine Seelen rechts unten. Na, ich glaube, es funktioniert nicht. Ja, ich glaube, es ist immer noch zeitversetzt. Ja, so kann man das nicht machen, das ist ultra nervig. Ja. Ja. Sorry dafür, aber ich sehe gerade, ich meine, ich
weiß auch nicht, was ich austesten soll. Das heißt, ich werde den Stream beenden und dann gleich nochmal neu starten und dann geht's weiter. Dann kann ich mir kurz was zu trinken und zu knabbern holen. Dann macht es, dann mache ich das auch und dann, keine Ahnung, sind wir in 2-3 Minuten wieder zurück. Also, ciao, bis gleich.